So, herzlich willkommen. Wir sind ready to fly. Wir sind über dem Berliner Tiergarten. Wir müssen mal kurz ein bisschen Gas geben. Unter uns die Siegessäule mitten im wunderschönen Tiergarten. Zur Linken befindet sich ein wunderschöner Neubau. Die Schlange haben wir das immer genannt oder nennt sich das. Da sind ganz viele tolle Wohnungen. Links die Schwangere Auster, die auch schon mal zusammengebrochen war. Das Bundeskanzleramt inklusive dem Lehrter Stadtbahnhof, den wir da zur Linken noch sehen. Also dem Hauptbahnhof. Hier unten ist die Bundestagsgebäude, das Brandenburger Tor, der Reichstag, das Adlon. Alle sind sie da. Wir fliegen direkt über die Friedrichstraße rüber, die jetzt unter uns ist, auf den Fernsehturm zu. Die Museumsinsel fliegen wir ab. Was rechts unter 9 ist, weiß ich jetzt gerade nicht, was das sein soll. Achso, das ist das Schloss, genau. Die Berliner Kathedrale, die St. Nikolaiskirche. Hier sind wir am Alex mit dem Roten Rathaus und allem drum und dran. Wir fliegen jetzt einmal die Dings entlang, die Spree entlang. Zur weltberühmten Media Spree. Wunder, wunder, wunderschön. Wir haben tolles Wetter. Ganz tolles Wetter. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, der Ostbahnhof sein. Da unten ist wir gehen jetzt mal ein bisschen runter. Achtung, es wird jetzt ein bisschen, ne, Stadion. Wir eiern gerade ein bisschen. Die ganz bekannte Brücke, ne? Wer kennt sie nicht, ne? Wer kennt sie nicht? So, und jetzt drehen wir mal um, weil hier ist die Mediaspree dann. Und hier hinten kommt jetzt nicht mehr so viel wirklich Interessantes. Und viele Berliner werden jetzt sagen, hä, natürlich, da sind ganz tolle Sachen. Zum Beispiel da hinten, Hellersdorf, Marzahn, ganz tolle Sachen. Aber da wollen wir ja nicht hin, ne? Weiß ich, warum wir jetzt so langsam werden. Vor allem, warum er den nicht synchronisiert hier. Warum er auch so rumeiert, weiß ich nicht. Hier sieht man eben halt auch. Unter uns kommt dann auch gleich die East Side Gallery, ja, genau so heißt sie. Die East Side Gallery hier rechts ist die wunderschöne Allee der DDR, ne? Wunderschöne Prunkbauten, ne? Zum Angeben für die DDR genau das Richtige gewesen. Wie der Platz heißt, weiß ich leider gar nicht. Wie gesagt, alles kenne ich dann doch nicht, ne? Ich weiß nicht, warum man das Flugzeug nicht synchronisiert. Das ist mir unbegreiflich. Also nicht synchron in der Mitte hält. Oh, hier zieht gerade Duft vom Grillen rein. Das ist mehr als gemein. Mehr als gemein. Da hinten ist Tegel. Wunderschön gelegen. Da fliegen wir jetzt auch hin, weil das ja so mit meine Heimat war. Ja, meine schönste Heimat. Müssen wir nun mal wirklich sagen. Also in Berlin jedenfalls. Ja, wieder ein bisschen runtergehen, dann wieder ein bisschen mehr sehen. Bisschen. Ich weiß nicht, warum man das Flugzeug jetzt immer so schräg in der Mitte hält, aber die Mucke ist auch, finde ich, sehr imposant, muss man definitiv sagen. So, das da unten dürfte der Bundesnachrichtendienst sein. Ich bin mir fast sicher, ja, das ist der Bundesnachrichtendienst, das ist die Straße, die rausführt in den Wedding, die irgendwann zur Müllerstraße wird. Und im Endeffekt ist man dieser Straße nur gefolgt und ist irgendwann in Tegel gelandet. Das war, auch das fand ich immer wunder, wunderschön. Ich habe keine Ahnung, warum das hier so vom Anblick
so komisch ist. Das da unten ist die Müllerstraße, genau. Und hinter dem Tegeler Flughafen liegt der Tegeler See. Kann man das irgendwie steuern? So kann man das steuern, okay. Kann man sich natürlich überlegen, ob man auf dem Tegeler Flughafen landen will oder ob man eine Runde über den Tegeler See dreht. Da unten ist der, oh Gott, wie heißt der Platz? Ich hab's vergessen. Hier kommt die Autobahn aus Hamburg rein. Hier bin ich weiß nicht wie viele Male reingefahren Richtung Berlin. Auch eine wunderschöne Erinnerung. Wir gehen mal wirklich mit dem Gaston nicht weg. Lassen mal ein bisschen gleiten. Und kommen dann mal Richtung Tegel. Vielleicht finde ich ja mal ein Haus. Strecke sind nicht oft gefahren, auch noch als ich in Wedding wohnte, beziehungsweise auch als wir in Spandau wohnten. Hier ist ein Industriegebiet. Ups, ich bin zu weit rechts. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. So. Müssen wir erstmal wieder zurechtfinden. Das sollen hier die Borsigwerke sein. Ja, das sind die Borsigwerke. Ja, und hier rechts unten habe ich gewohnt. Und zwar ungefähr hier. Die Häuser sind allerdings nicht so schön gezeichnet, wie man sich das wünschen würde. Hier ist der Tegeler Hafen mit den ganzen vielen Neubauten. Wunderschön. Haben sie die Brücke auch nicht gemacht? Ich glaube nicht, ne? Die Tegeler Hochhäuser. Unbezahlbar hier zu wohnen, ne? Also definitiv. Aber was ich als unbezahlbar da. Doch, die haben sie tatsächlich schön gemacht. Na, fliegen wir nochmal eben einmal eine Runde. Wow. Die ist aber auch empfindlich, die gute. Da unten ist das. Hier sind die Gebäude vom. Wo die deutsche Regierung immer Leute empfängt, außerdem hier die ganzen Ruderer. Nee, kann man nicht rum. Ich krieg sie so nicht rumgezogen. Mal hochziehen. Das ganze Spiel nochmal machen. Ich finde es auch immer toll, dass hier dauernd irgendwelche Tipps eingeblendet werden, die ich nicht haben will. So, und das Ganze nochmal und jetzt langsamer werden. Ja, da unten ist diese wunderschöne Brücke. Ja, hier ist sie nicht so schön abgebildet. Hier sind verschiedene Inseln drin, die teilweise auch durch Campingplätze bewohnt sind. Das hier ist, wie gesagt, das Ding von der Bundesregierung. Kommt man nur außenrum dran vorbei, ansonsten kommt man da nicht dran vorbei. Die fliegt sich aber auch echt schwierig, die ist echt bockig. Also hier hat auch mal eine damalige Traumfrau von mir gewohnt. Ach, was heißt gewohnt? Die hat immer ihre Wochenenden hier verbracht. Ich fand sie ganz toll. Sie hat auch mal ganz kurz mit mir zusammen in einer Firma gearbeitet. Eine ganz wundervolle Frau. Unerreichbar fern, aber man wird ja mal träumen dürfen, ne?
Und so groß ist der Tegeler See, man sollte sich nicht wundern. Wir haben den Tegeler See umrundet. Na, wir haben den Tegeler See umrundet. Sind, glaube ich, 27 oder ja, 27 Kilometer gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Hier hinten ist Spandau eben halt. Auch eine Wasserstadt, Olympiastadion ist da hinten. Da, ja. Wunder, wunderschön gemacht. Ja, ist ein bisschen schwierig, ich wollte jetzt hier eigentlich landen. Das wird schwierig werden. Flaps down machen, aber so schnell werde ich nicht runterkommen. Vor allem werde ich zu schnell sein in dem Moment. Mit Chance reicht es. Jetzt kann man ja auch beruhigt den Tegel landen, weil kann ja niemand mehr kommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt schaffe. Ja, 500 ist schon richtig. Ja, es reicht aber für das kleine Flugzeug definitiv aus. Ich finde, das ist ein gelungener Abschluss. Das ist ein ganz gelungener Abschluss. Nicht gerade sauber aufgesetzt, aber wir haben aufgesetzt. Und von daher. Muss aber ein bisschen. Wenn der Fahrer auch heute wieder hin, ne? Ja, was so geradeaus rüber, ja. Komm. Zum wunderschönen Tegel Tower. Stehen sogar noch Flugzeuge sehr amüsant. Als wenn nichts gewesen wäre. Und wir stellen uns natürlich neben die Großen, ne? Wir sind ein Angeber, ne? Wir stellen uns hier einfach mitten dahin, wo wir nicht hingehören. Mitten auf dem Weg auch auf. Das macht uns ganz beliebt, ne? Ja, und jetzt sind wir in Tegel angekommen. Da steht ein kleiner Flieger, hier steht ein bisschen größerer Flieger. Ne? Und wir sind da. Und ihr habt ein bisschen was von Berlin gesehen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bitte, 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 ich spiele das just for fun. Das ist nichts, was auf Authentizität oder irgendwas, ne? Just for fun. Bis Danny. Ciao, ciao. Ciao, Kakao.